Ja, wir sind hier in der Ausstellung von Ineke Hans mit dem Titel Was ist los? Mein Name ist Juliane Bischoff und neben mir ist Ineke. Der Titel der Ausstellung ist ja ein bisschen ironisch gemeint, mit einem Verweis auf Adolf Loos, stellt aber auch die Frage, was heute los ist in der Gesellschaft und im Design. Mhm. Willst du ein bisschen erzählen, was du dir bei dem Titel gedacht hast? Naja, Adolf Loos hat ein wunderbares Sachen gemacht, nachgedacht über seine Gesellschaft damals, aber wir sind jetzt, und ich schätze das sehr, aber wir sind jetzt mehr als 100 Jahre weiter und es braucht jetzt andere Fragen und andere Antworten auf diese, wie leben wir denn, wie wohnen wir denn, was brauchen wir für Produkte und wie gehen wir rum mit den heutzutage Produktionsmethoden. Und ich denke, es ist eine Frage, die jetzt aktuell ist, aber die immer aktuell ist für Design und wo die Designer sich beschäftigen, mit beschäftigen mussten, wenn die in diese Arbeit arbeiten. Ja, und Adolf Loos war ja auch sehr prägend für die Designgeschichte in Wien, ein Thema, ja, was auch in deiner Arbeit oft eine große Rolle spielt. Mhm. Und nachdem es viele Fragen gibt, die du aufwirfst und immer wieder dich damit beschäftigst, hast du in der Ausstellung ja auch konkret mehrere Antworten vorbereitet. Mhm. Vielleicht können wir uns ganz konkret den Stuhl anschauen und du kannst ein bisschen erzählen, wie es zu diesem Stuhl kam. Ja, naja, das erste Mal, dass ich die Kunsthalle begegnet habe, war, wenn die mir gefragt haben, ob ich ein Sitzmöbel für publiken Raum in die Kunsthalle machen würde. Damals hat das zeitweise nicht so gut geklappt und noch ein paar Gründe. Aber dann später haben die gefragt, ob ich hier eine Ausstellung machen würde. Und dachte ich, wenn ich meine Fragen stelle, können wir vielleicht auch als Antwort wieder zurückgehen nach dieser erste Frage an mich, um über ein Sitzmöbel nachzudenken. Und ich dachte, vielleicht soll ich nicht eine rosa Elefant machen für die Kunsthalle Wien, aber fragen, was braucht man dann wirklich? Was hat Sinn für sich? Und darum ist die auch in diesem Making Sense Department als eine Antwort eingeschoben. Aber dann hat sich, war klar gekommen nach Gesprächen, dass ihr eigentlich einen Stuhl für Vorlesungen vermisst oder die man so in Reihen platzen kann und die man stapeln kann. Also da dachte ich, naja, dann mache ich so einen Stuhl, dann entwerfe ich so einen Stuhl und wir machen das mit einer Firma, sodass es auch ökonomischer interessant werden kann, dass es interessant für die Kunsthalle. Aber es ist auch interessant für die Firma, für die Manufaktur, weil die hat ein Projekt, wo es hingehen soll und die können das weiterverkaufen. Und das ist für mich interessant, weil ich ein Projekt habe. Und dann war für mich die Manufaktur Tonet das meist klare, dass es die sein sollen. Weil die haben hier eine Historie, die haben mit Loos und Hoffmann und Wagner gearbeitet. Und die haben Stühle gemacht für kulturelle Orten in Wien. Und ich dachte, es wäre ganz schön, dass es alles zusammenkommt, dass man denkt, es stimmt. Ja. Und dann macht es Sinn. Und da hat es einen weiteren Layer Lagen, das ist von Sinn oder von wo man denkt, ja, alles geht zusammen. Mhm.